Alles, was in meinen Objekten vorkommt, irgendwo basiert das dann auch auf dem, was ich schon in der Natur mal kurz oder länger gesehen habe. Selbstverständlich nicht eins zu eins, sondern das ist so eine Übersetzung. Was ich mit dem Holz mache, Schnitt, Bruch und Spalten. Das ist das, was mich in diesem Material schon seit über 30 Jahren begleitet. Auf den ersten Blick vielleicht, wo viele auch sagen, oh, das ist sehr chaotisch. Wenn das auch aber so ist, für mich ist das eine immer kontrollierte Chaos. Das ist nicht wirklich zufällig, sondern das ist alles überlegt. Ja, das ist alles gebrochen, zersägt, gespalten. Totales Chaos. Aber dann, mit welcher filigranen Arbeit, ja, hat er das wieder zusammengesetzt. Das Chaos und die Ordnung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Das ist gut. Da müssen wir noch ein bisschen an dir arbeiten. Ja, ja. Ich versuchte, da einen Baum nachzuahmen. Und das soll auch mal vielleicht eine symbolische Bedeutung haben. Also ich finde das als die schönste und größte Ausstellung in Nordeuropa. Keine Konkurrenz hat vielleicht so viele Besucher in der Zeit, wo die Ausstellung geöffnet ist. Auch, dass hier die Hallen zur Verfügung stehen, aber auch dieses wunderbare Außengebiet mit dem Park. Das finde ich wirklich optimal. Weil nämlich die Fläche, die Ausstellungsfläche so riesig ist, das erlaubt, dass so viele verschiedene Künstler auch gleichzeitig teilnehmen können. Und das ist so ein Kaleidoskop. Jedes Jahr ist dieser Eindruck anders. Und jedes Jahr werden neue Künstler neu entdeckt. Und das finde ich bei der Nordart sehr, sehr interessant und toll.